Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Nein, da will ich nicht lang. Hör auf zu ziehen. Okay, da schmeiße ich mich halt auf den Rücken. Mein Staubsauger. Immer. Warum redest du neuerdings so geschwollen? Des Nachmittags eine Biene mich stach. Solange ich den Lottoschein nicht überprüfe, bin ich Schrödingers Millionär. Neben mir in der Bahn sitzt ein Parfüm mit etwas Frau dran. Schatz, das Bier ist alle. Kannst du bitte Neues holen? Draußen ist es glatt, ich könnte hinfallen. Dann kauf halt Dosenbier, das geht dann nicht kaputt. Wie weit kann Miss Piggy zählen? Bis 68, denn bei 69 hat sie einen Frosch im Hals. Papa, was ist ein Kondom? Es dient zur Vermeidung von solchen Fragen. Es ist hart, ein Diamant in einer Welt voller Klosteine zu sein. Nur noch eine Woche bis zum Valentinstag und ich habe immer noch keine Freundin für mein Geschenk. Brich einem Menschen nie sein Herz, er hat nur eins. Brich ihm lieber seine Knochen, davon hat er ca. 206. Erste Begegnung mit den Eltern meiner Freundin. Hände schütteln. Hallo, ich bin ein großer Fan ihrer Arbeit. Ich bin ja so ein Tollpatsch. Statt Milch in meine Komplex zu schütten, habe ich mit meiner Nachbarin geschlafen. Zwei Blinde spielen Verstecken, sagt der eine. Okay, wo bist du? Sagt der andere. Weiß ich nicht. Lebensweisheiten. Wenn eine Frau sagt, es ist nichts, bedeutet das Alarm. Schon gut bedeutet Doppelalarm. Ist schon gut, flüchte. Wir reden später. Todesurteil. Meine Bank hat mich wegen Verdacht auf Betrug angerufen. Da stimmt etwas nicht mit ihrer EC-Karte, damit wurde Gemüse gekauft. Einfach mal was Schräges posten. Vertrau mir, du kannst tanzen. Wodka. Kommst du noch mit hoch? Nein, der Arzt hat gesagt, nichts Fettes am Abend. Ist dir Fahrzeug verkehrstauglich? Ja, wenn man die Rückbank umlegt. Was? Was? Meine Synonym-Suchmaschine ist nicht nur schlecht, sondern auch schlecht. Könntest du es heute einmal für dich behalten, dass du ein Neonazi bist? Das schaffe ich doch mit rechts. Frieden ist, wenn die Bomben woanders fallen. Ganz schön warm hier. Dann zieh doch deinen Pulli aus. Aber ich habe nichts drunter. Dann zieh doch deinen Pulli aus. Habe eben eine Mineralwasserwerbung mit feinperliger Kohlensäure gesehen. Haben euch die CO2-Brocken auch immer so gestört? Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen hoch zu geben und meinen Scheiß-Kanal zu abonnieren. Im Android App Store findet ihr jetzt übrigens die App Master Jam Witze. Mit einem Download, einer positiven Bewertung und einem Kommentar würdet ihr mich grandios unterstützen. Bis nächste Woche!